Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fahrschule Can lernt Autofahren in GTA 5 Online. So, Guten Can, Tag. guten Tag. Ja. Sie fahren mir jetzt mal bitte hinterher. Und ich fahre zu einem geeigneten Spot. Sie müssen das so sehen. In der Prüfung werde ich Ihnen hinterherfahren, ja. Damit Sie Bescheid wissen. So. Ich muss mal ganz kurz rechts anhalten. Achtung. Denn ich suche einen bestimmten Ort. Danke dafür. Hä, was denn? Wir sind mitten reingefahren. Ist doch gar nichts passiert. Gar Sie sind nicht. Mitten reingefahren. Doch, Bei mir nicht. Das hat man gesehen. Bei mir nicht. Ist auch egal. Wir fahren das. Folgen Sie mir bitte. Achtung, wir biegen jetzt rechts ab. Alles klar. Noch Was später denn? geht nicht. Du bist hinter mir, du siehst ja, wo ich lang fahre, oder? Wir müssen jetzt hier anhalten. Ja, ich hab sie nicht berührt. Doch, haben sie. Gar nicht. Und was passiert wäre, wenn ich nicht angehalten hätte? Ja, sie hätten es doch noch geschafft. Ja, aber sie vielleicht nicht. Ja, doch, wird schon. Können wir ja nächstes Mal probieren, wenn ich den Führerschein hab. Ja, genau. Links abbiegen. Mann, Alter, der fährt genau auf zwei Spuren, wissen Sie? Das ist eine Frechheit. Sie fahren ja echt gut, oder? Wie Sau. Dankeschön. Ja. Ja, wissen Sie, wenn ich den alleine fahre, dann fahre ich schon ein bisschen anders, als wenn jetzt ein Fahrschüler mit bei sitzt. Wir müssen ja auch nicht alles nachmachen, hm? Na, sonst komme ich doch gar nicht hinterher. Danke dafür. Hä, ey, was denken Sie denn? Ich bin Ihnen nicht hinten reingefahren. Das ist das dritte Mal, also hören Sie jetzt mal auf, ja? Verscheißen kann ich mich selber. Verscheißen? Verscheißen, habe ich gesagt. John, es reicht! Hä, hey, ich bin Ihnen nicht hinten reingefahren. Noch nicht. Oh, Mann, ey. Ey, das! Ey! Ey! Das waren Sie jetzt. Wissen Sie, diese Karre habe ich mir selber gekauft. Und Sie haben viel mehr Geld. Also, nee. Das ist eine normale Fahrschulkarre. Ja, genau. So ein Mustang, ne? Das erlebt man jedes Mal in der Fahrschule. Ja. Sie wissen das einfach nicht, dass man bei Grün fahren darf. Ja, alles klar. Was? Warum fährt er denn jetzt nicht? Ach, der parkt. Genau. Der parkt direkt vorm Bahnübergang. Danke, Obama. Boah. Reicht! Amen! Ja. Wissen Sie, wir lernen jetzt ein bisschen Rennfahren. Sie wollten doch driften und so lernen, ja? Ja. Dann probieren Sie mich einzuholen. Aber meine Karre ist langsamer. Ja, meine Karre ist aber langsamer. So. So, genau, Sie parken erstmal hinter mir, genau. Ich suche jetzt einen Parkplatz. Da Sie ja eine Frau sind, brauchen Sie nicht selber. Warten Sie. So, nein, Sie parken rechts neben mir ein, bitte.
Guck mal, die KI hinter mir. Die sollen bitte rechts neben mir, links neben mir ein paar. Oh, ich hab genau den Reifen getroffen. Was? Links neben ihnen? Das passiert, wenn man. Ja, sie sollten links neben mir einparken. Meinst du bitte eine Runde? Nein, sie fahren jetzt eine ganze Runde und parken bitte von vorne ein. So, und jetzt mache ich mal eine alltägliche Situation, die oft hier ist. So, Sie sehen, ganz alle Parkplätze sind belegt und einer steht so wie ich jetzt gerade im Parkplatz, ja? Jetzt müssen Sie da hab ich eine Idee. Hier bitte einparken. Das wird nämlich auch in der Fahrprüfung. Sie dürfen. Sie können dürfen, Sie da bitte weggehen? Sie dürfen zweimal korrigieren, ja? Das ist jetzt das erste Mal. Ich werde leider von der Polizei verfolgt. So, und jetzt haben Sie schon meinen Wagen berührt. Gar nicht! Doch, man hat es gesehen im Video. Habe ich nicht. Dann stell bei mir ein und ich rufe Lester an. Komm. Stell bei mir ein, ich rufe Lester an. Ich habe ihn schon bereit. Hilfe! Scheiße, jetzt habe ich auch 2 Sterne. Dann schießen sie auf meinen Wagen, weißt du? So. Probieren wir es gleich normal. Ja, dann steigen sie da aus. Und fahren sie mit dem Wagen rein. Und wir lernen das, weil das wird eine Prüfungsaufgabe sein. Scheiße, meine Tür ist abgefallen. Egal. So, soll ich wieder anfangen? Ja. Und bitte probieren Sie bitte nicht diesmal den Wagen kaputt zu machen. Warten Sie nochmal bitte. Sie kommen jetzt hier auf diesen Parkplatz reingefahren, ja? Mhm. Und wollen dann hier in diese Parklücke, ja? Also fahren Sie raus. Auf der Sie gerade sind. Wo ich zur Hälfte stehe. Achso, ja. Fahren Sie mal raus und ich mache ein kleines Szenario. Los, fahren Sie raus. Wenden Sie dann und kommen dann hier auf den Parkplatz gefahren. Ja, komplett vom Parkplatz runter. Ein Szenario, was alltäglich hier in Los Santos ist. Okay. Ich gucke mir das Ganze an und Sie fahren jetzt dort in diese Parklücke. Sie dürfen zweimal korrigieren, ja? Okay. So, warte, können Sie mir noch mal kurz zeigen, welche Parklücke? Es ist mir jetzt ein bisschen unklar. Die hier, wo ich gerade durchgelaufen bin. Wie soll ich da bitte reinkommen? Soll ich Ihnen das zeigen? Gut. Das will ich sehen, ohne dass sie ihren Wagen berühren. Ja, ganz einfach. Für mich als Fahrlehrer ist es natürlich einfach. Ein bisschen, na okay, es ist schon etwas schwieriger. Ja. Der passt hier gar nicht so rein. Gucken Sie, der passt ja, eindeutig. Ja. Geil. Ja. Na, dann ist ja klar, wie ich hier reinkomme. Okay. Ja. Warten Sie, ich probiere das auch nochmal. Ich muss den Wagen mal ein bisschen weiter wegstellen. Au. Oh. Jetzt aber. Jetzt müsstest du reinkommen. Gut, wir dürfen zweimal korrigieren, ja? Erste Mal korrigiert. Super, dann haben Sie diese Aufgabe auch schon bewältigt und morgen können wir ja dann die Prüfung machen. Ja. Dann war es das von der Folge. Freut euch auf morgen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein. Tschö mit Ö. Ciao.